Jo Leute, willkommen zum 100. Part Meat Boy! Ja, endlich! 100 Parts haben wir endlich! Mann! Verdammt! 100 Parts, Leute! Jo, natürlich werde ich zum 100. Part nicht wieder zurück in die Hölle gehen. Nee, ich bleibe in Level 1, da gefällt's mir so gut. Und, jo, es gibt auf jeden Fall viele Infos und vieles Neues. Zuerst werde ich mit euch jetzt versuchen, das, ja, wie heißt das eigentlich? Ich glaube, das Woodman-Archiv mitzubekommen oder was weiß ich. Das ist dann auch schon das Schwierigste von dem Part, also das Woodman-Archiv rein oder so, wie das heißt, kriegt man auf jeden Fall, wenn man jeden Level schafft, ohne zu sterben. Also hintereinander ohne zu sterben, ne? Das heißt, wenn ich jetzt kurz vor Level 18 sterbe, dann können wir alles von vorne machen. Aber ich hoffe, dass das nicht so ist, ne? Wow, 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 wow. Ja, das bringt echt alte Erinnerungen zurück, findet ihr nicht? Ja, eigentlich kann ich, während ich das da mache, gleich die Infos sagen. Ja, auf jeden Fall mal einen guten Rutsch. So, fangen wir damit an. Und ich wollte euch sagen, dass ich weniger mit Gaskommentator machen werde. Ich werde mehr spontan machen, wenn er mich so anschreibt. Ey, yo, lass ein Part aufnehmen, dann mache ich das natürlich. Egal mit wem, egal ob mit Max oder sonst irgendwen. Aber hauptsächlich werde ich Meatboy nur noch allein machen. Ja, das war mal die größte Info, sowieso. Sag mal, wir sind schon bei Level 12, ohne zu sterben hier. Mann, oh Mann, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, und wie ihr seht, Hitch hat einen neuen PC, Alter. Das heißt, ich kann es in Normalgeschwindigkeit zocken. Ich werde gleich behandelt wie alle anderen. Mann. Das ist echt tausendmal einfacher. Ohne Witz, tausendmal einfacher. Boah. So, jetzt nicht sterben. Yay. Oh. Ah ja, die Häschen da im Hintergrund, ne? So. Das ist ja schon der letzte, oder? Ist das der letzte? Achso, nein. Erst Level 17. Da haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. Ha. Okay. Jetzt. Nicht sterben, nicht sterben. Boah, wie knapp. Oh Mann. So, jetzt da hoch. Oh Mann, ich krieg jetzt schon Angst. Oh, oh, oh. Und hopp. Und darüber und. Huah. Ich hoffe jetzt, die Wabsons sind nicht mit einbezogen, Mann. Der Test. Ah! Okay, jo, kann man nichts machen, wir müssen es nochmal probieren. Oh man, so ist das auf jeden Fall. Und nach diesem Woodman-Archivment, Moment, gehört da der goldene Level eigentlich? Ich hoffe mal nicht. Das wäre sonst ziemlich beknackt worden. Was zum. Okay. Nach dem Woodman-Archivment wird euch noch was erwarten. Eine große kleine Überraschung. Wir werden auf jeden Fall mindestens 4 Errungenschaften freispielen, soweit ich weiß. Ja. So. Und nicht vergessen, Leute, das Game ist blind. Ich weiß das so zum Teil. Also, ja, ihr wisst schon. Wer es darüber nicht weiß, keine Ahnung. Puh. So. Ja, das hat wir ja schon. Gehen wir mal da oben. Yay. Jedes Mal Grade A hier, Mann. Hä? Ja, ja, Safety. Wie wir hier verzweifelt versucht haben, war die Bandage zu kommen. Oh Mann. Und jetzt ist alles so unglaublich einfach. Ich glaube das gar nicht irgendwie. Oh Mann.
Ich glaube, der erste Level, an dem ich wirklich gehangen habe, war ja dieser Weltraumlevel. Ich glaube schon. Ja. Aber das war ja eine Warp-Zone, ne? Aber auch in der ersten Welt. Ha. So. Level 15, Kaktus. Oh, wow. Kaktus Jumper. Jumper. Bitrip Form Zappa. So. Ach so, ja, und ich habe in Welt 2. In Welt 2 habe ich ja damals aufgehört, goldene Levels zu machen, fällt mir gerade an, ne? Und warum? Weil ich es nie freigeschalten habe. Ich habe mich dumm und dämlich gesucht. Bestimmt 3 Stunden lang oder so. Oh Mann, ich hätte damals ausflippen können. Und warum? Weil ich einen Endgegner noch nicht gemacht habe. Sehr toll. Dann ist es nämlich. Dann. Dann ist es nämlich unmöglich, dass man den goldenen Level freispielt. Und jetzt habe ich durch Zufall mal den goldenen Level freigespielt in Welt 2, vielleicht auch in Level 3, ich glaube gar in Welt 3? Nein, ich glaube nur in Welt 2. Ja, das wollte ich euch sagen. Als ich so ein bisschen Meat Boy aufgenommen habe für das Info-Video damals, ist das so passiert. Ne? Einfach so passiert. Also da habe ich ein bisschen ohne euch gezockt. Wow. So, dritter Versuch, 3 ist alles, Mann. Das muss jetzt einfach klappen. So. Oh Mann. Ich finde der Meat Boy jetzt um vieles. Ich habe jetzt wieder die Freude am Spiel gewonnen, ganz ehrlich. Mit der normalen Geschwindigkeit ist es 1000-mal besser, also. Boah. Sicherlich werden dann die Level auch nicht mehr so unglaublich schwer sein und was weiß ich was alles. Oh Mann. So, Level 12 sind wir auch schon wieder, ne? Tommys Kabine. So, lieber ein bisschen vorsichtig. Ist da gerade ein Fledermaus runtergekippt? Ne, ich glaube, das war wieder ein Hase oder so. Ein kleines Kaninchen. Oder ein Vogel? Ja, keine Ahnung. So. Hopp. Und da hopp. Und da hopp. Und. So. Morningstar. So, noch 3 Level, Leute. Vor dem habe ich noch immer ein bisschen Angst. So, aber wir haben es geschafft. Passt. Der ist auch nicht ohne. Ah, eigentlich sind die total einfach, nur wenn man kein einziges Mal sterben darf und weiß, dass man dann wieder 5 Minuten braucht, um herzukommen. Ja, dann kriegt man schon ein bisschen Angst, wie ich gerade. Dann zieht dann einer die Hände wie bei den ersten paar Parts. Ohne Witz, Leute, da haben meine Hände damals so gezittert, ich konnte kaum noch die Tastatur berühren, weil ich so nervös war. Mann. Dabei bin ich sonst eigentlich fast nie nervös. Ich weiß nicht, was damals los war irgendwie. Naja. Boah. Leg mich. Komm, lass mich runter. So, haben wir's, haben wir's, haben wir's? Ja, Woody, Woodboy. So, ja, Achievement freigeschaltet, Leute. Aber das war's ja noch nicht. Ich habe euch gesagt, ich werde noch irgendwas machen, was ich jetzt mal hier schauen muss. So, ich habe mir da was aufgeschrieben. So, ich bin schon gespannt. Push the buttons. Oh yeah!
Es. Also. Ey, cool, Mann. Mit dem kann man irgendwie jetzt viel besser als Headcrab. Also Headcrab, du bist jetzt nichts mehr wert. Für Bergauf-Levels könnte ja ruhig was sein, ne? Naja. Das war Goo Ball oder wie der heißt. Kann man den jetzt eigentlich hier auch auswählen? Ne, hier nicht. Zurück zur Karte. So, vielleicht ist Goo Ball hier irgendwo. Nee, Goo Ball ist nirgendwo, ist nur so ein Spaßcharakter, den man nur einmal zocken kann. Wie cool. Eigentlich nichts. So, dann der nächste ist. So, schauen wir mal. Nee. Okay, ich hab's mir fast gedacht, der dritte Charakter ist nur mit irgendeinem Controller möglich. Oder ich mach gerade irgendwas falsch, aber. Auf jeden Fall gibt's noch einen zweiten. Der heißt so. Push the buttons. Yeah. Well, look at you. Oh yeah. Ich glaube, der heißt Tofu Boy oder so. Oh yeah, mit dem kann man fast nicht den Berg hoch, oder? Oder? Komm, wir schaffen es hoch. Wir schaffen. Meat Boy in Halloween-Kostüm, oh mein Gott. Boah. Mann, was für ein Digger. Fettsack, Mann. Boah. Ja, niemand mag Tofu. Wenn wer Tofu ist, sieht er dann auch so aus. So schräg. Naja. Ja, die Erklärung brauche ich jetzt nicht. Ich bin schon in der Hölle, Alter. Naja, okay. Der Part war vielleicht nicht so speziell, aber besser als nichts, sage ich einfach mal. Ihr könnt euch auf demnächst auf mehr Meat Boy Parts freuen und das war's von mir. Ciao, Leute!